ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! We've got another classic fixture, both of which you wouldn't invite to your mom's house. What's this? They've hired a star player. Oh, this match just gets more and more exciting. I hope you're ready for some violence and action. We should get some today, with one team having an edge over their opponents, on parchment anyway. Ja, huhu, hier wieder beim Quadion bei Blood Bowl 2. Wir spielen mit der Blood Bowl Chaos Squad gegen Dunkelelfen. Ja, und mal schauen, wie die so drauf sind. Zwei Starspieler. Heißt schon mal nichts Gutes. Wir müssen heute auch auf Spieler verzichten. Und starten in der Verteidigung. Dark Elves. Play a good passing game, but can also be really violent. Ja, der gute Blood Scorpion hat sich ja verletzt in unserem letzten Spiel. Und wir gehen mal wieder in die Einstellung und machen dann hier was fertig. Und den Sound sollte ich auch den Kommentar etwas runterstellen, habt ihr gesagt. May Nuffle bless your blockade dice. Auch das tue ich. Nur für euch. Yay, Blitz! Da setze ich mich doch gleich mal ein bisschen ordentlicher hin. Und starte das Ganze mal. Der hat jetzt hier Tackle. Schau mal kurz, was der Gegner so hat. Ausweichen ganz viel. Ja, ziemlich viel Blocken ausweichen. Das ist gut, dass wir inzwischen ein paar Spieler mit Tackle haben. Okay, wir versuchen mal so eine Hexe hier wegzukriegen. Wiederholungswurf. Jo. Und. Oh, die ist gewandt. Cool. Plastiklöffel lassen wir mal im Backfield. So. So viel zu unserem ersten Zug. Oh, mein Quietschestuhl. So, das sind wieder typische Elfen-Games wahrscheinlich wieder, die hier gleich kommen. Also durchbrechen, versuchen dann den langen Pass zu machen. Noch ist keiner durchgebrochen hier. Wer holt denn jetzt von denen den Ball? Der holt den Ball, okay. Schafft es auch. Okay. Und dann kommt hier der Blitz gegen Backfisch.
jetzt Gewandtheit 5 hat. Alles klar. Das bedeutet für uns, dass der Samur jetzt noch mal hier die Hexe haut. Ja, folgen. Leider kein Ausfall. Der Mischka hier. Der hat kein Ausweichen. So gut. Und der Starspieler ist jetzt mal gefundenes Fressen für den Cartman. Der hat Ausweichen und Block. Guck mal. Na gut. Ja, Cartman, du wolltest kein Tackle. Beziehungsweise du hast noch kein Tackle. So. Hier sieht's aus, dass Backfisch einmal kurz nach hier geht. So. Und hier haben wir auch noch Leute, die prügeln wollen. Schieben. Komm, Beru. Die sind nicht so klein, die kannst du auch hauen. Ah, Beru. Und direkt gelähmt. Beru ist heute wieder nicht in Form. Die Verletzung macht ihm noch zu schaffen. Ja. Immerhin, wir haben drei Elfen zu Boden geschlagen. Der Cartman ist schon ziemlich beeindruckend da. Der Starspieler nimmt Reis aus. Das Erstechen ist natürlich immer so eine Sache. Noch haben wir Glück. Mal gucken, dass wir die mal wegkriegen hier. Auch die niedrigen Rüstungen hier von der Hexe und von dem Assassinen, die müssen wir ausnutzen. Okay. Na, den Koali kann man damit nicht wieder kloppen. Zumindest nicht in der Kombination von Fähigkeiten. Na? Dadurch. Ja, fällt der Reroll? Nein, fällt nicht. Okay, alles klar. Gut. Koali. Und schlag ihn zu Boden. Na, leider keine Verletzung. So. Hier der Loridas ist schon ganz heiß auf der Casualty. Schafft es aber nicht. Dann muss der Frank das erledigen. Der uns jetzt schon versucht die ganze Zeit zu erstechen hier. Gelähmt. Ja. Surrounded by adversaries like that, I think he knows what he's doing. Nix. Der Blitz gegen den Ballträger von Cartman. Der hat kein Ausweichen. Ist ja noch ein ziemlich frischer Blitzer hier. So, hier, Cartman. Touchdown. Cartman mit dem Touchdown. Na, das ist doch mal ein Start.
der Quietschestuhl freut sich auch. So. Gucken, ob wir wieder einen Blitz bekommen. Nein, diesmal wird die Verteidigung perfekt positioniert. Was der Computer meistens nicht nutzt. Warum auch immer. Aber ich nutze das eigentlich auch relativ selten. Naja, manchmal schon. Also ich darf umstellen. Jetzt fällt mir jetzt erst auf. Sprach's und ja. Bin noch nicht ganz wach, Leute. So. Einfach alle ein bisschen vor. Und im Backfield behalten wir Plastiklöffel und Riminus. Das sieht gut aus. Super. Jetzt kommt wieder ein Stechen. Hallo. Der Frank geht dadurch K.O. Nein, für ein K.O. machen wir noch keinen. Das ist die Sache an dem Erstechen. Das kann halt potenziell relativ gut sein. Aber es bringt keine Starspielerpunkte für den jeweiligen Assassinen. Und ja, es ist relativ schwierig, das richtige Ergebnis zu würfeln. Man muss halt noch durch den Rüstungswurf durch. Und der ist bei den Chaoskriegern halt ziemlich hoch. Da wird ein Käfig gebaut. Alles klar. Sehe ich ein. So, und jetzt kommt ein Blitz von einer Hexe. Okay. Der arme Beru. Okay. Möge das Prügeln beginnen. Der hat leider ausweichen. Aber ich habe Tackle. Ah, wir hatten dem Samu ja Tackle gegeben. Sehr schön. Siehst du, seht ihr, da lohnt sich das Ganze ja schon. Ich bin immer noch nicht ganz auf der Höhe, was die Fähigkeiten meiner Spieler angeht. Das sollte ich als Trainer vielleicht mal ändern. So, hier, Elora, das räche mal den guten Beru. Gelähmt. Gelähmt ist immer gut. So, der zweite Assassino muss auch dran glauben. Leshak. Go, Leshak, go. Nicht durch die Liste. So. Ich habe gehört, der möchte hier umzingelt werden. So. Wir schicken den Coriminus mal Richtung Ball. Plastiklöffel halte ich mal ein bisschen weiter hinten. So. Und der Cartman ist dafür zuständig, den Starspieler hier um zu blocken. Das kennt er ja inzwischen schon. So, und das schafft er auch ganz gut. Weg mit dir. Leider kein Casualty. So. Schauen wir mal, was der kleine Elfenkäfig da hinten macht. Wenn alle anderen Spieler im Dreck liegen. Computer überlegt. Oh. Er hat noch einen weiteren Assassin auf der Bank, sehe ich gerade. Oh, was hat er denn da so auf der Bank? Ja. Interessiert gerade nicht so, was er da gerade... Oh, da hat er noch einen richtig guten Spieler hier.
unterstützen und Knochenbrecher und abwehren. Merkwürdige Kombo an Talenten. Tja, ausgewichen. Und fällt der Reroll? Immer noch nicht. Der will keine Rerolls für das Ausweichen ausgeben. So, hier einmal hauen. Zack, folgen. So, diesmal fällt er. Ja, wieder keine Verletzung. Was ist denn heute los? So, Cartman gegen den Starspieler. Der hat Ausweichen leider. Und Cartman folgt ihm. So. Ja. Wir mauern den mal wieder ein hier, damit er sich nicht hier zu auf blöde Gedanken kommt. Die Hexe können wir eigentlich auch mal ein bisschen einblocken. So, Zug beenden. Na? Mir wurde in den Comments ja auch geschrieben, dass man ruhig auch mal faulen soll. Ich bin nicht so der faulen Fan. Aber die Argumentation war, dass das die einzige Möglichkeit ist für Teams, wie die auf Prügeln aus sind, also unser Team, gegen Geschicklichkeitsteams irgendwie was zu reißen. Ja? Hat seine Berechtigung. Oh, Cartman ist hypnotisiert. Oh, da ist wieder jemand hingefallen. Rein und go for it. Okay, der Käfig bewegt sich jetzt anscheinend hier nach rechts in die Ecke. Können wir vielleicht auch gleich mal die Geschicklichkeit 5 von Backfisch mal ins Spiel bringen. Denn solche Spieler sind auch mal ganz gut, um in Käfige reinzulaufen. In zwei Tackle-Zonen weicht man dann immer noch auf die 3 aus. So, jetzt kommt hier der Block. Jetzt können wir nichts machen mit dem hier, oder was? Ja, doch, können wir wohl. Wir boxen uns erstmal mit der Hexe. Die hat keinen Block. Aber Ringen. Naja. Einmal hier der Assassine, der muss weg. Und einmal hier auf den... Freude. So, dann stellen wir mal Plastiklöffel hier dran. Hauen den um. Ja, es klappt auch ganz gut. Und jetzt probiere ich das mal hier mit der Ability 5 Blitzreihe. Ja, natürlich direkt nicht gereicht. Und ist, oh, Backfisch ist verletzt. Ausweichen 3 plus, ne? Gut. Verliert 1 Punkt Geschicklichkeit, dann nutzen wir den Apotheker. Oh, der Spieler ist tot. Noch. Ja, wie gewonnen, so zerronnen, Backfisch. Dann doch lieber 1 Punkt Geschicklichkeit weniger. Ja, haben wir uns so gefreut auf einen Agility 5 Spieler in unseren Reihen.
mühsam erkauft und erspielt und durch einen Genickbruch leider kaputt gemacht von einem dämlichen Elfenteam. Ja, warum der jetzt mit dem Ball nicht... Achso, gut, er übergibt den Ball und läuft dann mit zwei Go-Throws in die Endzone. Unnötig, wenn er mich fragt. Und zack, er legt sich auch noch hin. Aber mit dem Wiederholungswurf schafft es. Naja. Ja, auf dem Mischka liegt jetzt eine ganze Ecke an Herausforderungen hier, denn Backfisch ist ja nicht mehr da und wir alle wissen, der Mischka hat manchmal so seine Probleme mit dem Ball, die er eigentlich nicht haben sollte. So, der Biro geht nach vorne. So, Cartman einmal nach hier. Und so, das einzig Wichtige ist, dass wir keinen Touchdown mehr kassieren jetzt. Oh. Ja gut, immerhin hat es mehr Elfen als Chaos Leute getroffen. Das eröffnet uns allerdings jetzt auch eine schöne Möglichkeit, hier ein bisschen durchzurushen. Wo willst du denn lang? Der Bero einmal hier rüber. You know, I often think Blood Bowl might be better if we just got rid of the whole ball thing and got straight to the maiming. That would be blood. Without the ball. It's just water. You can see that, right? Can? Let's go there. Der Ball ist natürlich jetzt ganz hier hinten. Das ist nicht so geil. Ah, good. He's got the ball. It's always embarrassing when they fumble that bit. So, dann Cartman einmal nach vorne. Und Plastiklöffel haut mal richtig zu. Ich hoffe mal, dass sie hier was reißen kann gegen den Blitzer. Nope. Hier geht jetzt einmal eine Hexe down, hoffe ich. Ah, sieht gut aus. Hier ein Gelähmt-Ergebnis. Und da geht die nichts. So, und der Manu nach vorne. Vielleicht noch hier. Der liegt hier ziemlich doof. Der ging drum. Zu beenden. Das Gute ist, dass die anderen Elfen hier alle jetzt noch nicht aufstehen. Die Hexe befreien. Der Lestak kriegt auf den Sack und ist K.O. Meine Güte, ey. Da hat aber einer Glück mit seinen Rüstungs- und Verletzungswürfen, würde ich mal sagen. Während wir mal wieder ein bisschen strugglen hier in diesem Spiel zumindest. Ohne Bloodscorpion. So. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen riskier zu spielen. Einmal nach
dahin und bleiben. Ah, immerhin haben wir ein K.O. Sehr schön. So, das ist ja auch der vorletzte Zug, das heißt, wir müssen auch ein bisschen was tun. So, Agility 4. Hoffen wir doch mal, dass das ein langer Pass noch mal gehen kann hier. Ja, sehr schön. Elfen-like, würde ich sagen. So, hier hin. Und den Ball übergeben. Ob das funktioniert. Und jetzt mit zwei Go-For-Its in die Endzone. Ja, wir haben noch Wiederholungswürfe. Yes! Da ist der Touchdown. Der war, das war ein hübsch anzusehender Touchdown, muss ich wirklich sagen. So. Stellt euch mal vernünftig hin, Leute. So, wir haben keine Leute mehr in der Ersatzbox. So, und mit einem Zug übrig wird der Gegner, wenn er jetzt keinen Blitz kriegt. Wir bekommen einen Wiederholungswurf, mit dem werden wir wahrscheinlich nichts mehr anfangen können. Aber wichtig ist, dass der Gegner hier auch keinen Touchdown mehr erzielen kann, diese Runde. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass da vorne keiner K.O. geprügelt wird oder so. Die Sache mit Bugfish ist immer noch ein bisschen ärgerlich. Naja. Frank ist gelähmt. Das mit dem Erstechen, wie gesagt, weiß nicht. Und wenn ich ein Dunkelelfen-Team spiele, ich habe immer das Gefühl, dass das Erstechen doch relativ oft klappt. Wie gesagt, das Schlimme ist, dass es keine Erfahrungspunkte gibt für die. Deswegen die Assassinen doch ein bisschen schlechte Erfahrungspunkte sammeln. Außerdem sind die relativ langsam für ein Elf. Musst du mal überlegen, der ist als Elf genauso schnell wie ein Tiermensch bei uns. Naja. So, wir können noch ein bisschen zurückprügeln. Und versuchen da auch mal ein bisschen hier Schaden zu machen. So ein Assassine wäre ein gutes Ziel. Um den mal in die K.O.-Box zu bekommen. Komm, Samur. Dein... Nee. Hier haben wir jemanden, der möchte auch in die K.O.-Box. Wir haben Wiederholungswürfe, dann nutzen wir sie auch. Leider. Leider. Will das Spiel nicht so wie will. So, hier haben wir noch eine Möglichkeit. So. Und folgen. Hier ist K.O. Okay. Ja, und dann war's das. Halbzeit. The Docks are doing their job. The best defense is a good offense. The other way around. Ja, das hat ja beim letzten Mal ganz gut geklappt hier. Der Gegner stellt allerdings ein bisschen offensiver auf diesmal. Aber das ist nichts, was wir nicht kontern könnten. Wir haben ja Chaos-Krieger.
So, mehr Tackle hier nach vorne in die Line. Na komm. Und auch dieser Chaoskrieger möchte nach hier. So. Bestätigen. Wir dürfen auf ein benachbartes Feld ziehen. Das ist mir ganz nett. Dann können wir hier mal direkt auf das Feld, wo der Ball hinkommt. Ein bisschen nach vorne. Und hier ein bisschen nach vorne. Alles klar. Wen haben wir denn überhaupt hier hinten? Der Mischka? Warum konntest du den Ball nicht fangen, Mischka? Aber gut, du hast eben einen langen Pass geworfen ohne Probleme. Ich bin dir gar nicht so böse. So. Der hat kein Ausweichen. Das ist doch mal was Schönes. Folgen. Ja, da ist der Casualty-Ausfall, den wir doch mal so lang ersehnt haben hier. Plastiklöffel oder... Ne, der Lessrack möchte doch hier den bauen. Aber er möchte stehen bleiben. Ja, nichts, was durch die Rüstung dringt. Der Preak. Kannst du Ausfälle, Creek? Kannst du das? Nee. Nicht wirklich. So, wir haben einen Blitz mit dem Cartman über. Okay. Jawohl, super Cartman. Jetzt geht's los. So. Mal den Ball aufheben. Nach hier vorne. Wem geben wir denn den Ball? Dem Koali oder dem Plastiklöffel? Oder vielleicht sogar dem Manu? Ich glaube, wir geben den Ball dem Plastiklöffel. So. Dann brauchen wir hier so ein bisschen was ähnliches wie ein Käfig. Beru, 1er Block gegen Elfen, schaffst du das? Oh ja. Läuft. Riminos, 1er Block gegen Elfenfrauen. Na. Da hatte wirklich Hemmung mit Riminos. Brauchst du nicht, Riminos, brauchst du nicht. Zumindest nicht bei Blood Bowl. Und nicht gegen Hexen. Hexen in Blood Bowl darf man schlagen. Ja, also ich finde, der erste Zug ist ganz gut gelaufen. Zwei Tees. Ball schön weit in der gegnerischen Zone. Freak. Freak geht zu Boden. Der Arme. Er hat sich ja übrigens über seine Hörner beschwert. Ich weiß gar nicht, warum man sich als Tiermensch über seine Hörner beschwert. Das Horn des Tiermenschens ist doch was ganz Schickes. Und wenn man sich da von der Masse abheben kann, Freak, ne?
So, einmal hier. Und folgen. Ja, wieder einen gelähmt. Elastiklöffel wieder was nach vorne. If the player is pushed, it will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous than players. Hier schicken wir mal Unterstützung. Komm, Goreminos, kümmere dich um die Hexe. Bero wieder den Einserblock. Hat er jetzt ja schon geübt, der Bero. Steht natürlich mit seiner Rüstungswurf von 7 ein bisschen fies gegen den Assassinen, aber bis jetzt... Bis jetzt, ne, drückt ihm die Daumen. Der arme Beru. Ja. Na, kommt er. Ja, das Erstechen schlägt fehl gegen Beru. Der lässt sich nicht einfach so erstechen. So, jetzt ein risky Manöver. Siehst du, warum schafft der das da gegen 1000 Tackle-Zonen? Ach, Mann. Und Plastikluft ist auch noch gelähmt. Nicht gut, nicht gut. So, der Starspieler. Muss den Cardinal wieder hypnotisieren. So nicht, mein Freund. Seen lying on the field during my career. Well, I could start my own team. You only need a million of those. So, wen machen wir denn jetzt am geschicktesten hier? Erstmal haut der Lesrak hier den Typen. Der steht im Weg. Ja, mit Wiederholungswurf, Lesrak, bitte. Folgen. So, der Preak. Sorry, Preak, aber ja, so vertrauensselig bin ich dann auch nicht, dass du diesen Block vernünftig schaffst. Irgendwie noch jemand, der Samu hat Tackle. Schwer, schwer. Aber der kommt da nicht richtig hin, der Samu. Das ist das Problem. Beru. Ja, ich habe hier keine vernünftigen Optionen gerade. Das ist traurig, aber wahr. Deswegen hauen wir doch mal hier. Bleiben. K.O. für den Assassin. So, dann... Koali gegen die Ballträgerin. Und die hat... Kein Block, das heißt, sie wird auch zu Boden gehen und den Ball fallen lassen. Sehr schön. Das heißt, der Preak kann jetzt den Ball aufnehmen. Hoffentlich. Ja, kann er. Sehr gut. Kriegt jetzt Unterstützung noch von Koriminus. Cartman richtig. Wir schieben den mal hier neben den Chaoskrieger. Hauptsache weg vom Ball. Manu, was machst du? Nein, der arme Manu.
Ah, es ist relativ einfach für ihn jetzt an den Ballträger ranzukommen, aber wir schauen mal. Oh, er traut sich aufzustehen. Da kommt der Assassine neben dem Ballträger. Und der Starspieler schafft das Ausweichen nicht. Gut gemacht, Cartman. Well, they had to retreat a little. It was getting dangerous. Wir verlieren den Ball. Nicht! Ach ja, es war ja nur ein Schieben. Umso besser. So, dann sind wir ja dran. Und das erste, was wir machen, ist den Typen hier in die Zuschauer schicken. Und verletzen. Yeah! Der verpasst das nächste Spiel. So, ein Go for it. Ne, das ist mir jetzt noch zu risky. Stehen das mal hier auf. Und der Name steht auf. So, dann gibt es hier einen Block vom Cartman. Und der bleibt überstehen, der Cartman. Sehr schön, der Starspieler muss aus dem Weg. Ja, und er ist auch K.O. Raus mit ihm. So, und dann haben wir noch einen Starspieler über. Komm, Free, K.O. mal den anderen Assassinen. Der stört. Sehr gut, Freak. Läuft. Wir müssen den Ball ja eigentlich nur im Spiel halten. Wir führen 2:1. Und ich denke, wenn wir noch einen Zug zögern und dann einen Touchdown machen, dann haben wir das Spiel gewonnen. Und so nicht. Der Freak lässt das nicht mit sich machen. So. Plastiklöffel haut hier. Weg von dem Chaoskrieger, damit der gleich hier schön mit seinem Tackle gegen die Hexenkriegerin blitzen kann. Mit Wiederholungswurf sogar. Ja, läuft. Wir folgen. Kommt leider wieder nicht durch die Rüstung. Periminus gegen den Starspieler. Er ist zumindest mal gelähmt. So, hier nochmal den Spieler ein bisschen einmauern. So. Mischka nach hier. Ja.
lower das. So. Und hier wird das. Und hier werden die Leute weiter geprügelt. So, und wir beenden unseren Zug mit einer schönen Aussicht auf einen Touchdown. Ja, und das war doch mal ein kurzer Elfenzug. So, hier vorne. Der Kerl hat mir bestimmt Lust, jemanden in die K.O.-Box zu hauen. So, hier. Folgen. Gelähmt. Dit läuft. So, erneuere das gegen den. Players arrive to assist their teammate. Reroll. Schade. Aber weiter weg vom Ball. So. Hier stehen wir nochmal noch da. Der Chaoskrieger mit Töckeln möchte gerne neben die Hexenkriegerin wenden. Na, das Ausweichen hat er jetzt anscheinend nicht mehr so richtig drauf hier. So, vorletzter Zug für uns. This player likes to be well assisted in the fight. So, Hexe. Hexe ist K.O. So muss das doch sein. Wird nur noch der Assassine, der K.O. gehört. Oder gelähmt. So ist es zum Thema Faulen. Hätte allerdings gar nicht gesehen, dass da noch einer liegt, ehrlich gesagt. So. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter Richtung Endline. So. Zu finden. Und ein letzter Zug, den nutzen wir für den Touchdown mit dem Preak. Kein Risiko. Herzlichen Glückwunsch, Preak! Nur für dich tanzen sie die. I imagine that in their dreams at least, winning was
So, das heißt, es ist keine Verletzten mehr bekommen. Sollte aber eigentlich kein Thema sein. Wie immer der letzte Zug-Nonsens des Computers. Das Spiel haben wir souverän gewonnen. Und naja, das zeigt alles. Die Elfen haben heute Probleme mit dem Ausweichen und dem Ball aufheben, dann kann das nichts werden. Ein kleines Manko an diesem Spiel, natürlich die Verletzung von Backfisch. Eigentlich auch unnötig. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Auf die 3 plus kann man auch mal eigentlich. Oh nein. So, der Elaridas hat den Starspieler gemacht. Das heißt, er braucht nur noch eine Casualty oder einen Touchdown oder einen Wurf, damit er wieder aufsteigt. Ein bisschen in die Statistik rein. Ja. Also wenn ein Chaos-Team gegen ein Elfenteam mehr rennt und mehr passt, dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. So. Unsere Spielerliste. Wir haben doch den Aufstieg von Preak. Nein, wir wollen nicht feuern. Wir wollen eine Stufe aufsteigen. Und wir wollen Würfel werfen und ihm Blocken verpassen. So. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir gegen Skaven spielen. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.